Herzlich willkommen zu einem neuen Video unseres YouTube-Channels. Heute sind wir da ganz woanders, nicht mehr in der Gustav Grumme Kurslocation, nicht mehr mitten in Wien. Wir sind am Land, wir sind in Oberösterreich und wir machen da für diese Region sehr typische Sachen. Wir machen Dampfnudeln, kenne ich zumindest aus der Kindheit, hat die Oma immer gemacht. Wir machen Bauernkrapfen, wir machen ein klassisches Bauernbrot und dann noch auf der Herdplatte backen wir auch noch Zelten. Wir möchten euch einfach ein paar Tipps und Tricks zeigen, wie man heute Teige per Hand mischt. Ich habe keine Küchenmaschine da, wir machen alles mit der Hand. Wir möchten euch Tipps zeigen, wie man auf einem Holzherd super backen kann, wie man im Backrohr eben die richtige Temperatur ein bisschen erahnen kann und wie man auf der Fläche des Holzherdes backen kann. Anfangen werden wir mit den Dampfnudeln. Die Dampfnudeln sind eine super coole Sache, eine klassische österreichische Mehlspeise, die man eben im Backrohr, aber auch auf der Backfläche, auf der Herdfläche backen kann. Und wir haben da eigentlich relativ einfache Zutaten. Das können wir uns jetzt einmal anschauen, was wir da drin haben. Ein Weizenmehl 480. Dann haben wir da Zucker und Vanillezucker, etwas Butter, eine Spur Malz, aktives Gerstenmalz, ein bisschen Zitronenzeste für die Frische und dann nur Salz. An Flüssigkeit haben wir da etwas Schlagobers, das heißt Obers, und da noch Dotter. Was haben wir da? Wir haben nämlich auch noch Milch drin und die haben wir schon in einen Dampfel verarbeitet. Das heißt, das ist jetzt Weizenmehl 700 mit Milch und der Hefe, den wir eben für den Hefeteig brauchen. Das haben wir jetzt eine Stunde rasten lassen, ist schön aufgegangen. Man sieht es an dieser riesigen Oberfläche und man hat lauter kleine Bläschen. Es ist wunderbar schön aufgegangen und fängt schon wieder an einzufallen. Und das ist das perfekte Zeichen, dass der Teig reif ist, um verarbeitet zu werden. Wir werden den Teig heute per Hand mischen und um uns das ein bisschen einfacher zu machen, werden wir das Salz etwas später beim Kneten erst hinzugeben und auch die Butter. Das heißt, das kommt mal auf die Seite und wir beginnen mit den restlichen Zutaten. Ich gebe da jetzt einmal das Obers und den Dotter hinein. Beim Kneten selbst ist es wichtig, den Teig wirklich immer gut zu falten. Da geht es wirklich um das Falten. Das heißt, von oben nach unten wieder alles durchfalten, den Teig herdrehen, wieder gut den Teig falten. Und jetzt sieht man eh schon, wie der Teig eine leicht glatte Oberfläche kriegt. Das ist ideal. Jetzt geben wir Salz und Butter hinzu. Und dazu mache ich den Teig ein bisschen auf. Die Butter sollte nicht zu kalt sein, aber eine flüssige Butter wäre da jetzt auch nicht ideal. Einfach eine zimmerwarme Butter. Dann noch das Salz. Und jetzt mischen wir das Ganze gut unter. Das rollen wir jetzt einfach ein. Und fangen wieder an, den Teig gut zu kneten, gut zu falten. Bis er eben dann Butter und Salz gut aufgenommen hat und am Schluss eine schön glatte Oberfläche hat. Jetzt haben wir den Teig da fertig geknetet. Man sieht, der hat noch nicht eine ganz glatte Oberfläche. Liegt daran, dass ich einfach keine Lust mehr habe, den weiter zu kneten. Ist aber jetzt kein Problem. Gerade bei den Dampfnudeln, wenn der Teig nicht vollständig ausgemischt ist, dann wird der Teig doch ist nicht ganz so zäh. Dann als fertiges Produkt, das heißt, es wird ein bisschen mürber und bleibt auch ein bisschen saftiger. Was man vielleicht gesehen hat, ich habe das Salz als sehr grobes Salz hinzugefügt. Würde ich nicht mehr so machen. Das heißt, beim nächsten Teig würde ich das Salz ein bisschen mit dem Mörser zerkleinern, weil man sieht da jetzt teilweise noch ein paar Salzkristalle, aber die werden sie im weiteren Verarbeiten dann nur ein bisschen besser auflösen. Aber dennoch ganz weg gehen sie nicht. Das heißt, wir haben dann noch eine Dampfnudel mit einer kleinen Salzkristalle drin. Kein Problem, wir lassen den Teig jetzt rasten für ungefähr 30 Minuten, bis er ein schönes Volumen hat und dann werden wir ihn weiterverarbeiten. Unser Dampfnudelteig schaut wunderbar prächtig aus. Wir werden den jetzt aufteilen in circa 90 Gramm schwere Stücke. Wir schleifen die Teiglinge jetzt rund. Schön glatte, runde Teiglinge.
und lassen die für weitere 15 bis 20 Minuten am Tuch rasten. Die kommen dann in die Reihen, die kommen in die Form und werden dann so als Dampfnudel gebacken oder gedünstet, je nachdem. Und diese, da probieren wir was aus. Wir werden unten am Boden diese Teiglinge jetzt auf einer Apfelscheibe reifen lassen und aufgehen lassen und dann das Ganze mit der Apfelscheibe backen. Der Apfel wird da jetzt durch die Gare ankleben und genau so kommt es, wenn es dann aufgegangen ist, auf den Herd. Gut, wie gesagt, 15 bis 20 Minuten lassen wir das rasten und dann werden wir es schon backen. In der Zwischenzeit können wir jetzt am Herd alles vorbereiten, damit das Ganze auch funktioniert. Werden wir in so Formen backen. Wichtig ist ein passender Deckel, weil da drin wird sich der Dampf entwickeln und so Mischung zwischen auf der Herdfläche backen, dann unten, wenn das ganze Wasser verdunstet ist und trotzdem aber natürlich auch dünsten. Wir geben da jetzt ein bisschen Milch hinein. Das heißt, da kommt hinein Milch, etwas Zucker und Butter und so stellen wir das Ganze auf die Herdplatte, damit jetzt die Milch schön heiß wird, das sollte fast eben zu sieden beginnen. Wir haben da diese wunderschönen geschliffenen Teiglinge mit Apfelspalten unten drauf und da einfach die ohne. Wir geben die jetzt da in die heiße Milch. Die sind ungefähr 15 Minuten jetzt gelegen da. Sie müssen nicht vollständig aufgehen, weil sie da jetzt in dieser kompletten Dampfatmosphäre drin, das ist ja wie Dampfgaren jetzt am Anfang, viel Zeit haben und schön aufzugehen. Ähnlich wie beim Germknödel, nicht das volle Volumen, sondern nur kurz entspannen lassen, 15, maximal 20 Minuten und dann rein in die heiße Milch. Schauen wir uns das schnell an, wie das jetzt da funktioniert. Man sieht, Butter ist natürlich jetzt schön geschmolzen, Zucker ist aufgelöst, die Milch ist wirklich heiß und wir geben da jetzt diese Dampfnudeln vorsichtig rein. Wichtig ist genug jetzt am Anfang da jetzt genug Hitze zu haben, damit die Dampfnudeln wirklich schön ins Kochen anfangen. Und dann einen Platz finden, wo das Ganze nicht anbrennt, aber trotzdem heiß genug ist. So ist perfekt, das soll so leicht dahin simmern. Jetzt geben wir die rein. Deckel drauf. Die zwei gehen wir jetzt in das Backrohr. Und die anderen zwei lassen wir da jetzt bei schon guter Hitze, aber nicht zu stark, nicht direkt in der Mitte, jetzt für mindestens 15 Minuten, 20 Minuten besser, ungeöffnet da stehen. Würden wir die jetzt nach ein paar Minuten aufmachen, ist ein ziemlich starker Druckunterschied und es kann sein, dass sie zusammenfallen. Also insofern jetzt drauf vertrauen. Ich habe das auch noch nie gemacht, wird schon funktionieren, aber drauf vertrauen. Nach 15 Minuten, 20 Minuten das erste Mal kann man schon reinschauen. Und dann kann es ruhig von unten ein bisschen zum Brutzeln anfangen. Das heißt, die Milch verkocht sich und es kriegt eine leichte Kruste unten, oben hoffentlich dann auch eine leichte Farbe. Vor allem die drin werden dann schön braun werden. Wir machen uns da dazu jetzt eine leicht angedickte Vanillemilch. Das heißt, 1,5 Liter Milch, 10 Gramm Stärke. Stärke eben Weizenstärke oder Maisstärke, ganz egal. Im Wasser aufrühren. Die Milch werden wir etwas zuckern und natürlich Vanillezucker. Ein Schuss Obers. Ja. Die Dampfnudeln sollen nicht zu stark kochen, aber natürlich, wenn sie gar nichts tut, ist es auch zu wenig. Insofern muss man ein bisschen darauf achten, den richtigen Punkt zu finden und sie eventuell ein bisschen in Bewegung halten,
so dass ein gleichmäßiges Spark-Ergebnis möglich ist. Und Topf mit einem dicken Boden eignet sich sehr gut, weil das die Hitze viel besser verteilt. Wenn die Milch heiß wird und fast das Kochen anfängt, geben wir eben die Stärke mit der Milch hinzu. Und verrühren das schön gleichmäßig. Mmh. 25 Minuten ungefähr sind die jetzt schon auf der Fläche. Jetzt glaube ich, können wir schon mal reinschauen, dürften schon stabil sein. Schaut gut aus, schönes Volumen. Man sieht noch unten noch ein bisschen die Milch, das heißt, wir lassen sie noch ein bisschen kochen. Und lassen sie noch fertig durchkochen. Und ich glaube fast, dass die im Backofen drin besser ausschauen, ja. Schaut gut aus. Die sind definitiv fertig und haben eine wunderschöne, schöne Bräune. Das heißt, wir könnten, wenn wir möchten, das Ganze jetzt noch ein bisschen ohne Deckel backen. Aber ich will nicht. Packen wir es mit Deckel, kriegt der schöne Farbe, weil der Deckel von oben wunderbar die Hitze weitergibt. Holy moly. Jetzt zusammenpickt. Oh, warte, die werden schön. Perfekt. Jetzt sind die anderen, die wir auf der Herdplatte selbst gebacken haben, auch fertig. Man sieht, die sind schön aufgegangen, ein paar leicht eingefallen. Ist aber jetzt für uns kein Problem. Das Rezept dafür gibt es jetzt in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch viel Spaß beim Experimentieren, wo ihr die backen könnt. Und sie sind auf jeden Fall, das kann ich euch schon verraten, super gut geworden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.